Keine Bedrohung entdeckt. Was? Du hast eine Bedrohung entdeckt? Wo das denn? Ach, so viel Munition, ich darf sie nicht benutzen. Schaut der weg? Nee. Hier ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Weiß nicht. Ich glaube, dann doch lieber. Inzwischen hast du ja auch echt ordentlich Cyberdeck-Speicher. Ja, das stimmt. Ich muss nur noch gucken, wie ich an diese Kleidungsmods komme, weil ich habe. Achso, hier muss ich auch noch dran denken. Muss ich gleich mal machen. Ich habe. Hier noch zwei Slots frei. Und hier noch zwei Slots frei. Und ich habe aber keine. Okay. Ich brauche mehr Kleidungsmods auf trotzdem noch. Also hier fehlen mir noch welche. Ich habe nicht. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Levelaufstieg, verfügbare. Warte mal. Wo kann ich denn. Konstitution. Athletik? Ist das da? Maximale Gesundheit, regeneriert sich langsam im Kampf. Das ist halt cool, ne? Schaden, maximale Ausdauer. Ach, tja. Ich hätte ganz gerne. Strassenschlägerei. Ne, ich hätte ganz gerne. Kampfmaschine. Sowas wie Resistenz gegen Elektrizität und sowas, das hätte ich ganz gerne. Aus Gründen, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Toxikologie, guck mal hier. Die Dauer, achso, ne, es erhöht die Dauer. Gibt's das hier irgendwo? Nee. Doch nicht. Selbstreparatur. Was? Berechnet. Ich habe Brechnerd, habe ich erst gerade gelesen. Ich dachte so, hä, der Brechnerd? Warum? Was? Reflexe. Ganz. Ich glaube. Langsam im Kampf. Richtung. Mitten in die Fresse. Hey, mal mitten in die Fresse rein. Ach ja. Scheiße, was nehme ich denn? Ich quäse doch nicht, hör mal. Ach Mensch. Ja gut, Konstitution wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Komm. Hier. Gesundheit ist immer gut. Mit dem besorgen, den Typi? Oh ja. Schön. Ich frage, wo ich dich am besten hinlege, damit dich keine Sau sieht. Ja, hier unten drunter wäre schon nicht schlecht, ne? Ach komm, hier mitten drunter. Vielleicht doch nicht. Vielleicht hier zwischen? Auch nicht so sinnvoll. Och, fickt euch doch. Ich weiß, dass du da bist. Ja.
Mann! Grrr. Nur weil der da scheiße rumbackt und alles, ne? Die spraddeln wie eine Quaddel hier. Sauerei. Saupreis, Verreckter. Wo geht er jetzt hin? Warum? Eben stand er einfach nur rum. So. Keine Ahnung. Oh, Remote-Deaktivierung. Okay. Entgegen der Penner, ne? Komm mir echt entgegen der Penner. Komm mir einfach echt entgegen. Warum? Warum? Ach Mensch. Warum kann er nicht einfach da stehen bleiben? Er hat jetzt 30 Jahre da gestanden, weißt du? Und jetzt in dem Moment, wo ich die Leiter hochgehe, da geht er natürlich. Ich brauch so Betäubungsgranaten. Ein sehr gelenkiges Genick, muss ich sagen, der Typ. Hoch, 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 hoch. Weiter, weiter, weiter. Wehe, du fällst da durch. Wo die. Was macht er da? Du bleibst da liegen, ne? Okay. Ey, pff. Das ist hier echt. Das ist nichts für meine Nerven hier alles. Leiter benutzen. Pa. Pipapo. Du bist nicht einfach nur ein Night City Bewohner. Das glaube ich nicht. Da ist das Terminal. Ach, das hat Doppelsprung. Ne? Ich liebe ihn einfach nur. Oh. Kann ich? Komm hier nicht rüber, glaube ich, ne?
Da ist noch ein Typi. Okay. Ha, Remote Deaktivierung auf jeden Fall. Das macht schon Bock hier gerade. Gefällt mir. Kommt mir so ein bisschen vor wie bei James Bond, muss ich sagen, wo man sich so anschleichen kann. Na komm. Alles deaktivieren. Nichts zu melden. Na? 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 Okay. Sieht gut aus soweit. Da muss ich rein. Ich kann aber von hier hinten rum eigentlich da rein. Und ich kann auch versuchen... Das möchte ich jetzt mal... Ich glaube das nicht, dass das funktioniert, aber... Es geht. Es geht. Das geht? Wow. Was ist das? Boah, das sieht auch echt... Achso, das ist für die Parade natürlich. Ja, ja, klar. Schon einige Leutis hier. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt hinter ihnen kommen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber er ist auch zu exponiert, muss man dazu sagen. Ah, ich glaube, das... Ich glaube, das lassen wir lieber mal. Ich würde ganz gerne noch so eine Pistole mit Scharfschützen... eine Pistole mit Schalldämpfer, die betäubt. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Das wird er 100% sehen, wenn ich das jetzt mache, aber ich muss es versuchen. Ah, ich häng fest. No way. No way. Reiß dich zusammen! Oh. Dude, das tut mir leid. I'm so sorry. Vor allem kann ich dich nicht looten, das tut mir noch mehr leid selber. Ich hab ja, falls ihr euch wundert, wie ich das jetzt gemacht habe, ich muss einfach nur von oben runterspringen und ich hab ja so eine... Ich hab ja so eine Dingens deaktiviert. So eine Möglichkeit, dass ich dann, einfach auf denjenigen drauffallen kann und den so ein bisschen betäuben kann. Ich benutze das Wort jetzt einfach mal. Ja.
Also ihn könnte ich... Okay. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt wesentlich schwieriger, aber gut. Das muss untersucht werden. Wie? Warum? Du konntest mich überhaupt nicht sehen. Du Pansenkopf. Das muss untersucht werden. Ja, feindlicher Bereich, das weiß ich wohl. Oh, sag mal, wie quackst du dir denn immer in die Ecke? Das klingt ja schon so gewalttätig. Wie? Scheiße. Na gut. Gut, dass ich die markiert habe, weil so kann ich jetzt sehen, wo sie sind. Ich glaube. Stoff. Okay, der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest damit nach Tokio fliegen? Ah, vielleicht tue ich das. Gut gemacht. Aha. Jetzt bin ich dran. Siehst du das? Absolutes Chaos. Sogar das Dach öffnet. B, das Dach. Dort kannst du raus. In der Nähe gibt es kleinere Gebäude. Über die kommst du runter. Okay. Da oben. Ah. Kann ich dich jetzt irgendwie noch beklauen? Nein, schade. Okay. Oh, das ist echt cool. Ach, ja, hi. Huch. Uah, sagt er. Es hat funktioniert. Sehr gute Arbeit, wie? Okay, was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Üben uns in Geduld. Alter, wie geil war das bitte? Ich bin gerade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Ärger fern. Boah, das hat echt Bock gemacht, diese Mission. Hätte ich schon genug. Diese Mission hat richtig Bock gemacht, Leute. Vor allem auch echt gut funktioniert, muss ich sagen. Und echt passend auch. Geil. Das ist ein geiler Abschluss jetzt gewesen, Leute. Hammer. Denn in 2, 1... Ja. Haben wir die zweite Stunde rum. Boah, ich habe so einen... Ich habe so einen Respekt vor dieser Mission gehabt, ne? Ich meine, wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne? Wir haben ja noch die Parade vor uns, aber... Boah, hätte ich nicht gedacht, dass wir das heute noch hinkriegen, Leute. Ohne Scheiß. Hätte ich nicht gedacht. Das überrascht mich. Oh. Danger, ja. Danger Zone. Krass, ey. Ja, cool. Eine Sache möchte ich aber noch machen, tatsächlich, weil wir das ewig nicht gemacht haben. Und ich dachte mir, komm, das ist eigentlich mal wieder eine ganz schöne Sache, das zu tun.
Ich rufe mal Jackies Arsch. Hier da vorne. Dankeschön. So. Ich hätte jetzt sogar fast gedacht, wir wären hier unten irgendwo gewesen. Aber nein, da möchte ich hin. Ab nach Hause. Das machen wir noch. Da waren wir ewig nicht mehr. Bisschen Bonusminuten habt ihr euch verdient, auch wenn es jetzt nicht mehr wirklich viel zu erleben gibt. Aber, puh, also ohne Scheiß, ich mag ja so eine Sachen. So, also die Mission war von der Art her richtig cool. Die hat echt mega Bock gemacht. Was ist das für Mucke? Krass. Ja, ich weiß, wir könnten auch einen Schnellreisepunkt nehmen, aber nö. Das möchte ich auf ein Minimum begrenzen im Rahmen des Let's Plays, aber das habe ich euch ja auch schon mal erklärt. Und ohne das Navi, ohne The Map, wäre ich hier auch komplett aufgeschmissen, muss ich sagen. Weil die Straße, die Stadt einfach echt groß ist. Was, gehe anderen Hinweisen nach oder warte, bis Takemura bereit ist? Aha. Also können wir sogar aussuchen, was wir machen wollen. Interessant. Habe ich eben so gar nicht wahrgenommen, dass wir diese Wahl haben. Dann müssen wir noch weiter geradeaus. Aber gleich wahrscheinlich irgendwann links. So. Ach schön, das ist jetzt so ein kleines Ritual, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang des Let's Plays immer überlegt, ob ich das nach jeder oder am Ende jeder Session irgendwie zumindest mache. Aber ja, manchmal hört man ja auch mitten in einer Mission auf, dann geht das nicht so gut und sowas und wäre vielleicht auch ein bisschen too much gewesen, aber jetzt mache ich das mal. Warum nicht? Nach oben. Achso, hier. Ja, ich war hier noch nicht so häufig, ne? Ich wohne hier auch nur. Ja, aber ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir uns dann wieder der ganzen Sache mit Takemura und der Parade dann widmen. Ich bin schon sehr gespannt. Avante, avante. Si parla moda. New Look, Jade Tokyo. Jade Tokyo. Tokyo. Ach ja. Auch wieder eine kleine Anspielung an James Bond 007 Nightfire. Tokyo. Hier passiert auch irgendwie gar nichts mehr, habe ich den Eindruck. Alle her. Ach, Leute. Ach. Das ist mir vorhin nie aufgefallen, das Ding. Interessant. Was? Wo ist denn da ein Graffiti? Okay. Ach, draußen wahrscheinlich.
Lager öffnen. Ich habe eben ausprobiert, wie gut das mit dem angestrebten Setting für Live-Karaoke klappt. Ah, der Rick. Und sein Live-Karaoke. Finde ich cool, finde ich cool. War jetzt eigentlich irgendwas noch vor hier? Ich glaube nicht, ne? Ich mach mal zu und penne, glaube ich, echt mal eine Runde. Einfach mal ein bisschen entspannen. Beziehungsweise vorm Pennen gehen wir mal duschen. In Klamotten. Und ohne Sound. Und mit wenig Wasser. Übrigens, jetzt komischer Verweis, aber ein kleiner Tipp für euch noch. Zum Anschauen, falls ihr auf sowas steht und dran interessiert seid, so True Crime Sachen. Es gibt jetzt eine neue Netflix Original Dokumentation und die ganzen Netflix Originals sind ja, also die, die ich gesehen habe, waren alle super. Die waren alle richtig gut. Und da gibt es jetzt eine neue, die nennt sich, ich kann es euch mal eben kurz sagen, die gibt es auch, glaube ich, erst seit gestern oder so. Die ist ganz, ganz frisch raus zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt Anfang Februar 2021. Und zwar heißt die Verschwunden, Tatort Cecil Hotel. Und diejenigen von euch, die sich so ein bisschen mit True Crime beschäftigen, denen könnte der Name was sagen. Das ist so ein sagenumwobenes Hotel in Los Angeles, wo auch der Richard Ramirez, der Night Stalker, als Serienkiller untergekommen ist und sowas. Und auch andere Leute. Sehr, sehr gefährliches Hotel im Prinzip. Und da ist die Elisa Lam 2013 verschwunden. Da gibt es diese komische, mysteriöse Aufnahme aus dem Fahrstuhl. Vielleicht habt ihr davon schon mal gesehen oder was gehört. Geht circa 4 Minuten, findet man auch auf YouTube, wo sie auch so ganz, ganz komische Handbewegungen macht und sowas und wo sich keiner so richtig einen Reim drauf machen kann, was ist da mit ihr los? Was ist da passiert? Richtig creepy irgendwie. Und sie wurde dann hinterher, Plot-Twist, im Wassertank oben auf dem Dach gefunden. Vom Hotel, weil die Leute, und damit komme ich jetzt zu der Szene hier und warum ich das erwähne, weil die anderen Gäste im Hotel sich über geringen Wasserdruck und braunes Wasser beklagt haben, nach, ich glaube, 20 Tagen, nachdem sie verschwunden war. Und so richtig weiß man immer noch nicht, wer das gemacht hat, ob das irgendwie, also was da genau passiert ist. Und darum geht so ein bisschen. Diese Doku sind 4 Teile, also 4 Folgen, 50 Minuten mittlerweile. Verschwunden, Tatort Cecil Hotel. Ich werde dafür nicht bezahlt natürlich, dass ich das erwähne, aber ich habe die ersten 3 Folgen geguckt. Ich gucke gleich noch die letzte. Und ich mag sowas halt. Ich bin an sowas sehr interessiert immer, wenn es um so Sachen geht. Deswegen guter Tipp, richtig gut gemacht wieder. Sehr interessanter Fall sowieso. Elisa Lam. Also Elisa, wie der Name, und dann L-A-M als Nachname. Elisa Lam. 2013 war das. Ja, okay. Jetzt haben wir 30.000 Minuten gebadet, wollte ich schon sagen. Auf dem Klo waren wir auch. Zähne geputzt. Und so. Na, würde ich sagen, gehen wir mal pennen. So. Achso. Darf ich jetzt? Nein. Uhr morgens. Ja, geil. Ich speichere mal richtig. So. Alles klar, das ist dann schon mal gut gebockt. Ich glaube, ich gehe damit nach deinem Stream mal live. Nicht schlecht, okay. So, Leute. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk. Ich freue mich da schon drauf. Ich bin mal sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Und tschüss. Euer Dave.